Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Abgeordnete, was haben die Altparteien nur aus unserem Land gemacht? Sie haben aus einem Land der Wissenschaft und der Vernunft ein Land des ökoradikalen Populismus gemacht, einen üblen Gesinnungsstaat. Und genauso wie ist, wie es Frau Merkel auch schon bei der Ethikkommission gemacht hat, haben sie nämlich eins gemacht. Sie haben keinen einzigen Fachmann, es mag auch Fachfrauen geben, aber auch die sind nicht dabei, für Energieversorgung oder Kraftwerkssicherheit in die Kommission berufen. Keinen einzigen Fachmann. Nichts. Stattdessen tummeln sich dort abgehalfterte Politiker, Umweltverbände und Gewerkschaften. Und diese sollen über die technische Zukunft, über ein technisches Problem, was die Versorgungssicherheit unseres Landes und die Zukunftsfähigkeit unserer Energie betrifft, entscheiden. Na, Prost, Mahlzeit. Das ist eine Schande und einem Industrieland unwürdig, was Sie gemacht haben. Herr Pinkfart mag schon die Lastkurven kennen. Ja? Aber er ist sicher kein Fachmann für Energieversorgung hat und Sie werden nicht wissen, und Frau Brems wird es auch nicht wissen, wie Sie überhaupt die Grundversorgung in unserem Land gewährleisten wollen. Wie kriegen Sie die 84 Gigawatt hin, die Sie brauchen? Wo kriegen Sie die her, wenn Sie Kohle und Kernkraft abschalten? Niemand von Ihnen weiß das und was Sie hier erzählen, ist gelinde gesagt schäbige heiße Luft. Und ganz egal, wie sich Frau Brems hier eben hervortut, ja, in ihrer gekünstelten Empörung, Sie alle sind doch über das gleiche Stöckchen gesprungen. Sie alle sind über das Stöckchen der Church of Global Warming gesprungen. Sie alle sind bereit, weil sie nicht so, manche vielleicht, weil sie daran glauben, andere aus Feigheit die Wahrheit zu sagen, sind bereit, unser Industrieland zu vernichten dafür. Ja? Niemand außerhalb Deutschlands, außerhalb der nicht ganz. Niemand außerhalb der EU glaubt noch an den Meer vom CO2. Niemand. Paris ist tot. Mause tot. China darf in Paris. Das wissen Sie. Und das gehört zur Wahrheit dazu. Und das sollten Sie unserer Bevölkerung auch mal sagen. China darf ungebremst weiter CO2, emittieren. Sie glauben daran, ich nicht. Aber selbst wenn Sie wirklich daran glauben, dann müssen Sie Ihnen das doch zu denken geben. China kann... Was China in 2 Jahren an Neuzuwächsen im CO2-Bereich hat, ist das, was Deutschland maximal einsparen kann. Dafür sind sie bereit, unser Land zu vernichten. Das ist eine Schande, ist das. Und damit Sie mal Zahlen haben, manche von Ihnen können vielleicht damit umgehen. China stößt über 10 Milliarden Tonnen CO2 aus. 10 Milliarden Tonnen. Die USA 5,5 Milliarden Tonnen. Beide werden munter das weiter steigern. Es juckt sie nicht. Die Welt stößt 35 Milliarden Tonnen aus. Massiv steigend. Es interessiert keinen. Deutschland stößt 800 Millionen Tonnen aus. Das sind 2,4%. Und das große NRW, das weltweit bedeutende NRW, stößt 260 Millionen Tonnen aus. Das sind 0,7%. Sie streuen den Leuten ganz bewusst und ganz zielführend Sand in die Augen. Und das ist schäbig. Und wenn Sie eben über Kohle geredet haben, ja, vielleicht auch noch mal, damit die Bürger wissen, warum der Kohle an den Kragen geht. Weil es die günstigste konventionelle Stromversorgungsart ist. Und genau aus dem Grund soll sie jetzt aus ökoideologischen Gründen kaputt gemacht werden. Lassen Sie mich zum Abschluss kommen. Es lohnt eigentlich gar nicht die Debatte, wenn man hier sieht, wie Sie hier eigentlich sich dieses Themas annehmen, was für die Zukunft unseres Industrielandes wichtig ist. Aber wenn Sie wirklich Angst vor Klimaveränderung hätten, dann sollten Sie vor allem eins nicht machen, hier sinnlos heiße Luft zu produzieren.